Willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Ja, der letzte Part war sehr, sehr asynchron. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Wir sind hier im Dschungel und, ich weiß gerade gar nicht. Oh, hier gibt es Gegner. Ich gehe mal eben wieder rein. Nein, nicht wegen der Gegner, sondern weil ich Jane fragen will, was wir jetzt machen müssen. Ich würde auch gerne mitgehen. Aber Gorillas mögen keine Fremden. Je kleiner die Gruppe, desto besser. Achso, wir müssen die Gorillas finden. Gut. Boah. Wie hieß der? Zarbo oder so? Und weg ist er. Nee, da müssen wir nicht hin. Boah, jetzt kommen hier so ganz, ganz, ganz beschissene Hüpfeinlagen und darin bin ich extrem schlecht, ne? Zumal Sora jetzt eh nicht hier eine Figur ist, die extrem gut springen kann oder so. Also dadurch, dass er mit beiden Beinen springt, ja, ist es extrem schwer, mit dem auf einen grünen Zweig zu kommen. Oder in diesem Fall auf ein Nilpferd unten. So, wir müssen jetzt nämlich dahin, da wird er nämlich so eine Art Liane. Ja, und es hat natürlich nicht geklappt. Jetzt wisst ihr, warum ich die Dschungelwelt hasse. Ich hasse sie wirklich. Nein, das ist übertrieben, aber definitiv die unbeliebteste Welt hier in diesem Spiel. Auch wenn sie coole Musik hat und es Spaß macht, Tarzan dabei zu haben. Ach, zu weit. Ein fliegender Mann mit einem Lendenschutz. Ihr wisst schon. Auch wenn es vielleicht hübschere Männer gibt als Tarzan. Aber wir wollen ihn ja nicht heiraten. Und Sora sowieso nicht. Also Sora will ich auch nicht heiraten. Aber ich will damit sagen, Sora will ihn erst recht nicht heiraten. Ach. Dann halt nicht. Da hinten ist noch irgendwo eine Liane. Nehmen wir die. Tiefer Urwald. Mit Ranspringen kannst du dir eine Liane greifen und mit und hopp geht es weiter zur nächsten. Ja. Mithril erhalten, na toll. Ich dachte, hier wären jetzt wenigstens Dalmatiner. Falls das jetzt aussieht, das wüsste ich total, was ich hier mache. Nein, weiß ich nicht. Leute, wir reden hier von mir. Ich weiß doch nie, was ich mache. Hier runterfällt, landet man wieder im Nilpferdtümpel. Das will ich auf jeden Fall vermeiden.
übe ich denn jetzt? Oh mein Gott, ich bin richtig! Tarzan steht da wie eine Bubblehead-Nerd. Bitte, hör mir zu. Ich weiß, dass Nistplätze geheim sind. Aber ich vertraue ihnen. Ich möchte ihnen helfen, weil... Naja, weil sie uns brauchen. Oh, hast du das verstanden? Wow! Kerchak! Kerchak. Irgendwas scheint ihn abgelenkt zu haben. Hat er zu dem Baumhaus rüber gesehen? Mammutbaum. Wo geht's hier hin? Baumwipfel? Eine verweckte Blüte. Ja, super. Baumhaus? Ja, Baumhaus. Das war unser Hinweis. Ja, da ist ein Biotech-Symbol, aber wir haben ja Donald nicht dabei. Warte, Kerchak, bitte! Das ist ein Missverständnis. Ich habe nur versucht... Oh, da kam eine Schlange an. Ich habe dem armen Gorilla das Leben gerettet. Elender Drecksack. Wie landen wir jetzt wohl wieder da, wo wir gerade hergekommen sind? Erstmal nehmen wir hier die Kiste mit. Mega Potion. Ah, hier ist ein Weg, okay. Ich erinnere mich sogar an diesen Weg. Tarzans Eltern waren echt geschickte Leute. Wo sind wir jetzt? Da gibt es den Mammutbaum, da kommen wir her. Hier gibt es den Totenbaum. Dann gehen wir zum Totenbaum. Mega Äther, meine Güte. Ja, dann würde ich sagen, eben heilen und dann gehen wir hier zurück und das ist, glaube ich, wieder eine Surf-Einlage.
Boing, sorry, Sora. So, jetzt können wir Jane erzählen, was wir erlebt haben. Wie konnten Sie das nur tun? Hören Sie, Miss Porter, ich hatte es doch nicht auf den Gorilla abgesehen. Wehe, Sie wagen sich wieder in die Nähe der Gorillas. Alles wegen so einem kleinen Missgeschick. Kommen Sie. Was mache ich bloß mit diesen Schwachköpfen? Diese verfluchten Gorillas. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Alle! Ich werde sie schon irgendwie aufstöbern. Wo wohl Janes Darauf Vater ist? Ich mein Leben. Ja, ja. Mr. Clayton ist kein schlechter Mensch. Er ist nur aufbrausend. Er ist ein Wichser. Eben mal speichern. Ich glaube, jetzt müssen wir ins Bambusdickicht. Ich finde es irgendwie sehr cool, wie er diese Zeltvorhänge aufmacht. Die Herzlosen! Die halten schon nicht was aus. Naja, oder auch nicht. Hui! Level up! Rotes Gummi erhalten. Wie die das immer alle hier haben. Also wir müssen jetzt Affen retten. Ist euch vielleicht schon aufgefallen. Vor herzlosen Affen. Affenherzen nehmen. Diese Affen sind so herzlos. Das war jetzt gerade so eine Katzattacke, wie Son Goku in seinem ersten Turnier gegen Dickie Chun angesetzt hat. Der tollwütige Hund. Ja, sowas kann ich mir merken. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich Dragon Ball erst letzten Monat wieder komplett gelesen habe. Also es ist noch recht frisch. Und das ist ja wieder derselbe Affe, glaube ich. Ja. Feuergummi erhalten. Wenn man bedenkt, was da alles rausfällt, dann sind die Herzlosen eher wie Pinatas. Sollte ich übrigens jemals eine Xbox haben, ne? Dann, also eine 360, ne? Dann werde ich lieber Pinatas spielen. Ich werde wahrscheinlich nie eine haben. Das ist albern, dass ich für ein Spiel eine Konsole zu kaufen. Das Spiel habe ich bei meiner Ex-Freunde immer gespielt und hat Spaß gemacht. Weil das so eine Mischung aus Sims und Tamagotchi ist und ich stehe auf sowas. Eroga Gumi erhalten. Das habe ich jetzt sehr japanisch ausgesprochen, aber das ist so ganz nett. Wo ist denn eigentlich unser Mr. Clayton hingegangen? Ach, hier waren wir schon. Vor allem ist das Dickicht und hier mittendrin ist voll die fette Lichtung. Jetzt müssen wir, glaube ich, keinen Affen retten. Nein, wir können ja trotzdem mal ein bisschen drauf sprügeln. Es gibt übrigens später auch weibliche Affen, die sind dann rosa.
Und die verlieren Magiekugeln. Oh, hier sind ja sogar normale Herzlose. Aber die verlieren nur Geld? Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht verlieren die auch nur Geld. Sehr souverän, Sora. Wie viel Kohle verlieren die hier alle? Ja, mit denen können wir noch nichts anfangen, weil wir noch nicht alle Magiedinger komplett haben. Der Gorilla in dem Baumhaus ist vielleicht in Gefahr. Bitte beschützt die Gorillas. Also müssen wir zurück zum Baumhaus. Okay. Aber ich würde sagen, ihr Lieben, ich mache hier einen Schnitt und wir gehen im nächsten Part zum Baumhaus und beschützen den Gorilla. Bis dahin.